Hallo, heute machen wir Gymnastik für Senioren und zwar mit einem Gymnastikball. Solltest du nicht so einen Ball zur Hand haben, geht natürlich auch ein Stuhl oder ein Hocker. Also jetzt viel Freude mit den Übungen. Wir starten natürlich im Sitzen. Dafür sitzt du aufrecht mittig auf deinem Ball, also heb dein Brustbein nach oben, zieh die Schultern tief, lass einfach mal die Schultern ganz, ganz locker. Das Kinn ziehst du so leicht Richtung Kehlkopf, machst also so ein leichtes Doppelkinn und dein Becken richtest du mittig aus. Das heißt, du kannst dein Becken aufrichten, du kannst dein Becken kippen und du versuchst einfach mal in so eine mittlere Position zu kommen. Also ich zeige das von der Seite. Beweg einfach mal dein Becken so ein bisschen nach hinten und wieder nach vorn. Und dann merkst du ja, wie groß dein Spielraum ist und wo du mittig sitzt. Also versuch, mittig sitzen zu bleiben, deine Sitzbeinhöcker schön fest im Ball zu verankern. Brustbein geht hoch, Wirbelsäule ist schön neutral ausgerichtet, die Arme hängen, die Schultern hängen. Und jetzt beginnst du einfach mal, wenn du deine Sitzposition gefunden hast, deinen Kopf langsam nach rechts und links zu bewegen. Schaust also mal über die rechte und linke Schulter, übst mal wieder den Schulterblick. Achte drauf, dein Brustbein schiebt weiterhin Richtung Himmel hoch. Dein Kinn zieht Richtung Kehlkopf, damit die Halswirbelsäule in ihrer natürlichen Form bleibt. Also immer darauf achten, dass dein Kinn nicht nach vorn oben schiebt und du hier irgendwelche Drehbewegungen machst, sondern mit einer gestreckten Wirbelsäule, mit einer gestreckten Halswirbelsäule auf dem Ball sitzen bleibst. Genau, und dann kommst du zur Mitte zurück und bewegst einfach mal deinen Kopf ganz langsam hier von einer Seite zur anderen. Und achte mal darauf, dass der Drehpunkt wirklich so mittig wie möglich am Kinn sitzt. Ja, dass du also dein Kinn nicht irgendwo hin verschiebst, wo auch immer, sondern wirklich mittig bleibst und die Achse hier um dein Kinn drumherum geht und du den Kopf da zur Seite legst. Nur wirklich so, als ob du auch dein Ohr auf der Schulter ablegen willst. Und noch einmal so langsam wieder lösen. Dann lass die Arme einfach mal an der Seite hängen und reiß mal mit den Schultern nach hinten. Ja, ganz große Bewegung machen, auch richtig eine öffnende Bewegung. Das heißt, die Schulterblätter nochmal zusammenziehen. Nach hinten unten wieder tief sinken lassen. Dann nach vorne holen und wieder hoch. Sehr gut. Und dann lass die Arme nochmal hängen und dreh jetzt einfach bloß mal hier die Daumen nach außen und wieder nach innen. Und mach dich nochmal richtig lang dabei, heb dein Brustbein mit an. Und jetzt senk bewusst nochmal dein Brustbein mit dazu. Also so wie du deine Daumen nach innen drehst, senkst du dein Brustbein. Und so wie du die Daumen nach außen drehst, hebst du dein Brustbein. So dass du im Wechsel immer so einen Buckel machst und dich wieder richtig aufrichtest. Den Blick kannst du schräg mit nach oben nehmen, um dich noch ein bisschen länger zu strecken. Und jetzt wandern deine Arme mal langsam mit hoch. Ja, und du kannst gerne den Bewegungsradius der Arme vergrößern, sodass du vorn in der Position, wo der Rücken rund ist, die Handrücken aneinander nimmst und zur Seite öffnest, die Handflächen nach oben drehst. Und dann irgendwann bist du auf Schulterhöhe angekommen. Da bleibst du auch und machst noch ein paar Wiederholungen für dich. Ausatmen rund, einatmen lang. Und dann bleib mal auf Schulterhöhe sitzen. Wenn es für dich schmerzfrei geht, bleib hier auf Schulterhöhe. Solltest du Beschwerden in der Schulter haben, geh gern wieder ein bisschen tiefer. So, und jetzt dreh einfach mal hier die Arme um die eigene Achse. So, du musst mal die Daumen nach hinten unten zeigen. Und dann mal wieder die Handfläche nach oben. Die Schultern sind relativ entspannt, also zieh die nicht nach oben, lass die hier locker. Und dann mach das Ganze mal entgegengesetzt. So wie du eine Handfläche nach oben schauen lässt, drehst du den Daumen nach hinten unten und das Ganze dann im Wechsel. Genau, und jetzt drehen wir nochmal den Kopf mit und schauen wir immer in die Hand, wo die Handfläche nach oben zeigt. Dann mach das wieder schön kontrolliert und gleichmäßig. Und dann wirst du jetzt vielleicht mit der Zeit feststellen, dass es langsam schon ein bisschen schwer wird in den Schultern, in den Armen. Aber du hältst das noch durch, letzten paar Wiederholungen. So, und dann lass mal
die Arme wieder locker an der Seite hängen. Bleib aufrecht im Oberkörper und neig dich einfach mal von hier nach rechts und links. Schieb gern die Hände am Ball entlang nach unten. Stell dir vor, du hast hier ein Tuch in der Hand, wo du einfach mit dem Ball mal so drüber wischst, ne, damit er schön sauber wird und wieder glänzt. Genau, wie zwischen zwei Wänden arbeitest du hier. Also vorne und hinten ist eine Wand und du kippst einfach nur zur Seite. Achte auch nochmal drauf, dass da dein Becken nicht zur Seite irgendwie mit rausgeht, ne, sondern du wirklich mittig sitzen bleibst und nur den Oberkörper zur Seite nimmst. Auch hier, wenn schmerzfrei möglich, setz nochmal den Arm dazu mit ein. Streck den nochmal ganz lang über den Kopf zur Seite. Letzten Wiederholungen. Und dann langsam wieder lösen. Die nächste Übung zeige ich dir von der Seite. Wir gehen nochmal einmal in die Wirbelsäule rein und machen die einfach nochmal richtig rund und wieder lang. Also bewegen jetzt die ganze Wirbelsäule nochmal mit dazu. Also setz auch dein Becken mit ein, sodass du nochmal die Lendenwirbelsäule mit mobilisierst. Lass dich ruhig mal so ein bisschen nach hinten hängen, nach hinten fallen, ne, dass die Arme vielleicht lang sind, du dich richtig an den Knien festhalten musst. Und dann tauch wieder nach oben auf und mobilisier nochmal die ganze Wirbelsäule. Jedes Segment einfach nochmal durchbewegen. So, und dann bleibst du wieder in der Mitte. Mit dem Einatmen kommen die Hände über den Kopf. Mit dem Ausatmen gehst du erstmal wieder tief. Und wir nehmen jetzt immer eine Rotation mit dazu rein. Das heißt, mit jedem Einatmen Hände zusammenführen, lang nach oben strecken. Mit dem Ausatmen drehst du dich zu einer Seite, nimmst die Hand gegen gleich hier an den Oberschenkel, drehst den Kopf nochmal mit, schaust nach hinten. Dann natürlich wieder einatmen hoch. Ausatmen tief, verdrehen, Schulter hinterher schauen, einatmen lang machen und ausatmen tief. Und versuch die Hände wirklich mal über den Kopf zusammenzuführen, dass wir möglichst den vollen Bewegungsradius mitnutzen. Mit jedem Einatmen wächst auch dein Brustbein immer weiter nach oben, sodass du aufrecht, stolz und stabil bleibst. Und einatmen hoch und ausatmen tief. Und noch ein letztes Mal. Und dann kommen wieder langsam zur Mitte zurück. Nimm die Hände gerne nochmal in die Hüfte und dann lass jetzt einfach mal hier dein Becken kreisen. Versuch mal, im Oberkörper so stabil wie möglich zu bleiben. Und ja, die Geräusche, die gerade entstehen, die kommen vom Ball. Und dann kreisen wir mal in die andere Richtung. Und nochmal ein paar Umdrehungen in die andere Richtung, genau. Und nochmal Wechsel. So, und dann bleib wieder möglichst mittig auf dem Ball sitzen. Kommen wir nochmal zu den Knien, die schmieren wir jetzt nochmal eine Runde. Das heißt, du bleibst aufrecht, Hände gern die Hüfte gestellt und dann im Wechsel einfach hier die Ferse nach vorne schieben, den Oberkörper dabei aufrecht lassen, also wieder leichte Hohlkreuzposition, Brustbein schiebt nach oben. Na, und du merkst vielleicht, dass es hier so ein bisschen wackelig wird in der Einbeinposition. Das ist aber nicht schlimm, das ist gewollt. Na, wir wollen ja auch ein bisschen an der Balance arbeiten, die Rumpfmuskulatur aktivieren und einfach in deinem Tempo hier Ferse nach vorne. Dann wieder anbeugen, Fuß abstellen und versuchen, stabil sitzen zu bleiben. Schön Zeit lassen. Sehr, sehr gut. Dann machen wir noch einmal pro Seite. Und dann locker mal kurz ein bisschen durch, atme durch. Und dann beginnen wir schon mit unserer ersten Kräftigung. Dafür stellst du die Füße nochmal deutlich breiter als schulterbreit auseinander. Achtest darauf, dass deine Zehenspitzen und die Knie so leicht nach außen zeigen. Das ist der sogenannte Skispringer, den wir jetzt machen. Du sitzt schön mittig auf dem Ball, drehst dann auch hier, wie beim Skispringen, so die Hände nach außen, die Schulterblätter ziehst du zusammen.
belastest jetzt gern die Ferse ein bisschen mehr als den Rest vom Fuß und dann drück mal die Ferse in den Boden, komm so leicht nach oben, behalte aber mit den Sitzbeinhöckern ganz, ganz leichten Kontakt mit dem Ball und setz dich wieder nach hinten ab. Also hoch, ne, ganz leicht mit dem Bobo am Ball bleiben, sodass er nicht wegrollen kann und wieder nach hinten, Rücken lang, hier den Oberkörper ein bisschen nach vorne legen und wieder nach hinten absetzen. Schön langsam gleichmäßig, ne, wenn du merkst, der Ball rollt weg, dann kannst du den auch mit den Fingerspitzen nochmal so leicht fixieren, dass er nicht nach hinten abhaut und du dich hinsetzen willst. So, Rücken bleibt ganz, ganz lang gestreckt. Tief durchatmen und immer wieder Fersen in den Boden drücken. Na, dann merkst du mit der Zeit, wie hier die Oberschenkel arbeiten müssen, wie die schön unter Spannung sind. Knie schiebst du nach außen. Falls jetzt hier ein Knieschmerz entsteht, dann kannst du entweder nochmal an der Breite arbeiten, dass du vielleicht ein bisschen enger gehst, guckst, ob es mehr oder weniger wird oder vielleicht noch ein bisschen mehr nach außen. Auf jeden Fall achte immer darauf, Zehenspitzen sind leicht nach außen gedreht und die Knie fallen nicht nach innen, die schieben immer raus. Und noch eine Wiederholung und dann langsam wieder lösen, mal kurz lockern und durchatmen. Jetzt bleibst du bitte in der breiten Position, die Beine haben Ruhe, heb dein Brustbein an und lehn dich mal so weit wie du kannst mit geradem, stabilen Rücken nach vorn. Also darauf achten, dass du keinen Buckel machst, rund wirst, sondern immer ganz lang und stabil sitzt. Dann nimmst du die Arme vor, hebst dein Brustbein an, das Kinn ist Richtung Kehlkopf gezogen, also achte darauf, dass du deinen Kopf jetzt nicht in den Nacken legst, sondern wirklich die Halswirbelsäule wieder gestreckt bleibt. Und dann komm mal aus der Position mit den Armen so weit, wie es geht, nach oben und senk die langsam wieder ab. Arme hoch und wieder tief. Na, wenn du eine breite Position hast, so wie ich sitze, dann kannst du mit den Händen, mit den Armen innerhalb der Oberschenkel der Beine arbeiten. Wenn du enger sitzt, dann geh ruhig außen vorbei. So, wenn du kannst, Stufe 2, ein bisschen mehr, lass die Arme mal oben und jetzt beug und streck einfach mal hier die Arme. Genau, bleibst also am höchsten Punkt. Legst den Oberkörper vielleicht noch ein bisschen mehr nach vorn. Ich zeige das mal kurz von der Seite. Rücken ist lang, bist nach vorn geneigt. Mach bitte in deinem Tempo weiter. Na, also ohne drin zu hängen, ohne schlaff zu werden, hebst du immer dein Brustbein, leichte Hohlkreuzposition. Und die Arme anbeugen und strecken. So, jetzt lass gerne einen Arm mal nach vorn gestreckt und beug nur einen Arm mal an. Na, halte die Spannung, heb dein Brustbein noch ein bisschen höher, zieh das Kinn noch weiter Richtung Kehlkopf, sodass der Blick nach unten gerichtet ist. Und die Arme sind am höchsten Punkt. Na, entweder bleibst du bei beiden Armen, die du anbeugst und streckst, oder machst das Ganze nochmal einarmig. Na, immer Spannung halten. Und dann langsam wieder lösen und mal kurz lockern und durchatmen. So, machen eine kleine Übung für die schräge seitliche Bauchmuskulatur. Dafür nimm mal eine Hand an den Kopf. Die andere Hand lässt du hier locker hängen. Du kannst jetzt auch gern nochmal eine zusätzlich, um die Bewegung vielleicht besser zu spüren, eine Wasserflasche mit in die Hand nehmen, die du hier an deiner Hand hältst, die an der Seite hängt. Und dann lässt du dich jetzt einfach mal von der Wasserflasche richtig tief runterziehen. Achtest drauf, dein Becken bleibt hier stabil. Na, schiebst also nicht zur Seite raus, bleib schön in der Mitte. Arbeite wieder zwischen zwei Wänden. Und dann komm mal nach oben und geh mal richtig weit zur Seite rüber. Und dann wieder von der Wasserflasche tief ziehen lassen. Kann einatmen dazu und mit dem Ausatmen wieder richtig seitlich anbeugen. Na, einatmen versuchst du natürlich immer in die gedehnte Flanke jetzt hier einzuatmen. Und mit dem Ausatmen ziehst du hier Rippen und Becken immer weiter aneinander ran. Achtest darauf, dass du nicht verdrehst. Ellbogen zieht zurück, bleibst stabil. Na, wieder wie zwischen zwei Wänden heißt, vorn und hinten ist die Wand. Und dann machen wir noch 4 Wiederholungen. Weit runterziehen lassen, 3 noch. Ellbogen bleibt nochmal hinten, letzten 2. Ausatmen, einatmen, letzte Wiederholung.
Und dann kurz lockern, durchatmen, das Ganze auf der anderen Seite. Also hier, Hand an den Hinterkopf, die Hand ganz, ganz leicht abgelegt, das Brustbein schiebt hoch, Ellbogen zieht nach hinten, Rücken ist also lang. Hier hängt der Arm an der Seite oder du hast wieder die Wasserflasche in der Hand, die dich jetzt wieder zur Seite runterzieht, wieder Becken stabil halten und dann wieder nach oben kommen und hier mal die Seite richtig zusammenpressen, richtig zusammenziehen und wieder tief. Und kann natürlich sein, dass auch wieder hier eine wackelige Angelegenheit. Versuche jetzt hier wieder in die Flanke einzuatmen und ausatmen. Luft rauspressen und ganz weit Rippe und Becken annähern. So, wieder drauf achten. Ellbogen bleibt hinten, Brustbein schiebt nach oben. Also lass deinen Rücken bitte lang. Zieh auch gern nochmal die Mundwinkel mit nach hinten oben, dass so ein leichtes Lächeln wieder entsteht. Und auch hier nochmal 4 Wiederholungen mehr. Tief ziehen lassen, zur Seite rüber. 3 noch, einatmen, ausatmen. 2. Und noch einmal. Und dann langsam wieder lösen, locker kurz mal durch und atme durch. Und immer wenn du was trinken möchtest, steht es dir natürlich frei, mal kurz Stopp zu drücken und einen Schluck zu dir zu nehmen. Also trinken ist sowieso ganz, ganz wichtig. Alkoholfrei natürlich, also immer irgendwo eine Flasche Wasser parat stehen haben. Weiter geht's mit einer Schulter- und Nackenübung noch einmal, um in die Aufrichtung besser reinzugehen. Dafür nimmst du entweder nochmal die Wasserflasche oder wenn du keine zur Hand hast, nehme ich jetzt so ein Trainingsband hier mit her, das legst du mal kurz so ein bisschen zusammen. Also du kannst jetzt alles nehmen, was um dich herum liegt, Wohnzimmer-Workout, das heißt, du kannst auch gerne die Fernbedienung der Hand nehmen. Nur, damit du jetzt was hast, was du wirklich gut greifen kannst und auch in die andere Hand übergeben kannst. Das heißt, du machst die Arme nochmal lang, hebst das Brustbein hoch und dann übergib erstmal einfach bloß hier das Band in die andere Hand, lass die Arme lang gestreckt. Und ganz wichtig, zieh nochmal die Schulterblätter mit zusammen. Und dann wollen wir es jetzt der letzten Übung nochmal ein kleines bisschen schwerer machen. Das heißt, du hebst jetzt immer das gegengleiche Bein mit an. Also hast du jetzt hier das Band in der linken Hand, hebst du das rechte Bein mit nach oben, dann wieder nach vorn, Band in die rechte Hand und linkes Bein nach oben anheben. So dass du merkst, es wird ein bisschen wackeliger und die Rumpfmuskulatur muss nochmal mehr mitarbeiten. Schulterblätter bleiben zusammengezogen. Wie gesagt, die Übung kannst du auch gerne auf dem Stuhl oder auf dem Hocker ausführen. Und wir nehmen noch mal eine Stufe mit dazu. Du schaust jetzt immer in diese Hand, wo das Band nicht ist. Also dreh noch mal den Kopf mit. Da wird es noch mal deutlich schwieriger. Also weiterhin Band übergeben. Gegengleiches Bein anheben. Und den Kopf nochmal so mitdrehen, dass du in die Hand schaust, wo du kein Band hältst. In die freie, in die offene Hand. Und bleib möglichst auf Schulterhöhe. Auch wenn es schwer wird, zieh nochmal die Schulterblätter eng mit zusammen. Auch wenn es jetzt ein bisschen wackeliger wird. Letzten Wiederholungen. Sehr gut. Einmal noch. Und dann langsam wieder lösen, lockern. Durchatmen und dann gehen wir jetzt noch mal in die Dehnung. Dafür bleibst du erstmal wieder auf deinem Ball sitzen. Wir fangen mit den Handgelenken an. Und zwar nimmst du einfach mal eine Hand nach vorn, so dass die Handfläche vorzeigt, der Daumen nach außen. Die Finger schauen nach unten und du greifst einfach mal mit der anderen Hand die Finger und ziehst sie so leicht nach hinten, so dass du jetzt eine Dehnung vielleicht von den Fingern bis sogar hoch zur Schulter merken kannst. Meistens entsteht hier im Unterarm, im Ellbogenbereich die Dehnung. Je nachdem, wo die Verspannung liegt, wirst du das jetzt merken. Versuch den Arm mal richtig zu strecken, weit nach hinten zu ziehen, sodass du an der Beweglichkeit deiner Handgelenke arbeitest. Mit dem Ausatmen noch mal ein kleines bisschen mehr. Und dann schon erste Position langsam lösen, mal kurz lockern. Dann nimm noch mal die Faust geballt, beug auch hier, ich zeige das von der Seite, beug auch hier das Handgelenk einmal richtig an. Mit der anderen Hand umschließt du die Faust und ziehst nochmal hier.
die Faust, die geschlossene Hand zu dir, und dann kann vom Handrücken wieder bis Richtung Ellbogen eine Dehnung entstehen. Schulter ist tief gezogen, das Brustbein hebt hoch und hier hältst du jetzt einfach diese Dehnposition. Achte darauf, dass es nicht zu schmerzhaft wird. Mittlerer Dehnreiz reicht hier vollkommen aus. Noch ein bisschen ranziehen, letzten paar Sekunden. Und dann auch hier langsam wieder lösen, vielleicht mal kurz so ein bisschen lockern, ne, Hand öffnen, schließen. Und merkst du vielleicht schon, ne, wenn der Dehnreiz, wenn der Dehnschmerz erstmal so weg ist, dass es sich entspannter anfühlt. So, und das machen wir auf der anderen Seite natürlich auch nochmal wieder. Finger, Handfläche nach vorn, Finger schauen nach unten, Ellbogen ist durchgedrückt, also richtig gestreckt. Du bleibst ungefähr auf Schulterhöhe, vielleicht ein kleines bisschen tiefer. Und ziehst dir möglichst auch alle Finger mit nach hinten. Also wenn du rankommst, hier den Daumen an der Außenseite bitte mit greifen und wirklich mit nach hinten ziehen. Tief und gleichmäßig in den Bauch ein und wieder ausatmen. Tief ein und wieder aus. Vielleicht beim Ausatmen noch ein bisschen mehr die Finger ranziehen, etwas die Dehnung verstärken. Und dann langsam wieder lösen, lockern, durchatmen. Und natürlich nochmal zweite Übung, wieder Faust geballt, Handgelenk wieder deutlich anbeugen. Du kannst auch gerne den Daumen nach innen nehmen, die anderen Finger drum. Und dann umschließ wieder mit der anderen Hand die Faust und zieh auch nochmal hier die Faust zu dir heran. Na, achte darauf, dass die Schulter hier nicht nach oben kommt. Die bleibt schön nach unten gezogen. Und dann einfach für dich in deinem Level, in deiner Beweglichkeit arbeiten und gleichmäßig und tief hier auch weiter atmen. Sehr gut. Letzten zwei Atemzüge halten. Tief ein, wieder aus. Und dann langsam wieder lösen, nochmal lockern und durchatmen. Für die nächste Übung nimmst du die Hände einmal, wenn möglich, hinter dem Rücken zusammen, so dass du dein Brustbein nach oben heben kannst, die Schulterblätter an die Wirbelsäule ziehst und entweder hältst du einfach nur erstmal die Position, wenn du hier schon da einen starken Dehnreiz spürst, oder du hebst nochmal die Arme hoch und wieder tief. Na, mach das gerne in deinem Atemrhythmus. Du kannst mit dem Aus- oder Einatmen die Arme anheben und entsprechend wieder absenken. Na, so dass wir wirklich nochmal die Schulter mobilisieren, weil wir ja eh im Alltag immer nur vorn arbeiten. Alles verspannt hier immer mehr. Und du wirst vielleicht merken, dass es dir schwerfällt, die Arme hier nach hinten oben zu kriegen. Ne? Na, vielleicht kommst du auch mit jeder Wiederholung nach und nach immer ein bisschen höher. Heb auf jeden Fall dein Brustbein, lass dein Kinn Richtung Kehlkopf gezogen. Na, also leg den Kopf hier nicht in den Nacken, bleib hier wieder in einer langen Halswirbelsäule. Und dann langsam wieder lösen, kurz so ein bisschen lockern und durchatmen. So, wir machen natürlich auch nochmal eine Dehnung für die Beinmuskulatur. Das heißt, du stellst jetzt einfach mal einen Fuß hier nach vorn. Mit dem anderen Fuß bleibst du entweder hier stehen oder klemmst den Ball nochmal richtig fest. Also ziehst den Fuß nochmal weiter ran, so dass zwischen Wade, Oberschenkel und Gesäß der Ball eingeklemmt bleibt. Dann zieh mal deine Zehenspitzen zu dir, nimm die Hände zusammen und versuch einfach mal die Zehenspitzen zu erreichen. Vielleicht merkst du da jetzt hier schon eine Dehnung an der ganzen Beinrückseite, also in der Wade, kann der Kniekehle, im Oberschenkel sein. Kann natürlich auch sein, dass es bei dir mehr im Rücken eine Dehnung verursacht. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Nichts ist hier falsch, nichts ist richtig. Und wenn du merkst, du kommst gar nicht so weit, dann greif einfach mal dein Oberschenkel, dein Unterschenkel, deine Wade und versuch dich da immer weiter und weiter nach vorn zu ziehen. So, atme mal ganz tief in den Rücken ein. Versuch auch den Kopf möglichst locker hängen zu lassen. Und vielleicht kannst du mit dem Ausatmen noch mehr entspannen und dich noch vorn fallen lassen. Ne, kannst auch mit den Händen noch ein bisschen weiter nach vorn wandern. Tief einatmen und ausatmen, entspannen und noch etwas weiter vor. Letzten zwei Atemzüge. Das Knie bleibt auf jeden Fall richtig gestreckt. Einmal tief ein
und aus. Und dann kommen langsam hier wieder nach oben. So, das Ganze natürlich auf der anderen Seite noch einmal. Ferse abgestellt. Zehenspitzen ziehen zu dir heran. Und dann gehst du einfach wieder mit den Händen gern übereinander nach vorn. Ist immer wichtig, dass du versuchst, mit beiden Händen ranzukommen, weil wenn du jetzt bloß versuchst, mit der gleichseitigen Hand ranzukommen, verdrehst du natürlich deinen Oberkörper und kommst viel, viel weiter vor, ohne dass dann eine Dehnung entsteht. Also immer die andere Hand, die gegenüberliegende Hand, die gegengleiche Hand mit dazu nehmen, den Kopf wieder möglichst locker hängen lassen, den Bauchnabel ein bisschen nach innen ziehen und dann immer mehr den Rücken entspannen und nach vorn fallen lassen. Kannst auch ein kleines bisschen die Armkraft hier mit nutzen, ne, durch aus der Armkraft vorziehen. Auch hier wieder die Dehnung in dem mittleren Dehnschmerz halten. Und auch immer mehr den Rücken entspannen. Ne, auch die Dehnung an der Beinrückseite. Da, wo es dehnt, versucht einmal wirklich richtig locker zu lassen. Zwei Atemzüge. Ein und wieder aus. Noch mehr entspannen. Und ein letztes Mal tief ein, aus und dann komm langsam nach oben. Wir machen nochmal eine Dehnungsübung im Stehen. Und zwar kannst du dafür deinen Stuhl, deinen Hocker oder deinen Ball als Stütze an der Seite nehmen oder du hältst dich an der Wand fest. Und dann greif jetzt einfach mal hier deinen Fuß. Für mich ist der Ball ein bisschen zu klein, da halte ich mich hier an der Wand fest, Rücken lang. Und dann nimmst du die Knie einfach mal hier so auf eine Höhe, versuchst die Ferse am Gesäß zu halten, schiebst die Hüfte nach vorn. Wenn du frei stehen kannst, dann versuch natürlich bitte frei zu stehen, also dass wir die Balance noch ein kleines bisschen mit schulen. Die Hüfte vor, das Knie nach hinten und dann solltest du eine Dehnung der Oberschenkelvorderseite merken. Und wenn du merkst, du kommst jetzt gar nicht erst so weit nach oben, dann kannst du dich festhalten. Und vielleicht erstmal bloß den Fuß so auf den Ball ablegen, na, dass du hier schon so eine leichte Beugung hast. Hast du Schuhe an, greif gerne in den Schuh rein. Oder nimm vielleicht ein Handtuch oder ein Band, was du um deinen Oberschenkel drum legst. Und wo du nach und nach dann mit diesem Band oder mit diesem Handtuch deinen Fuß hier immer weiter und weiter an die Ferse ranziehst. Also du hast da verschiedene Optionen, das zu gestalten. Such da wieder die passende für dich. Bleib noch ein paar Sekunden so stehen. Knie geschlossen, Hüfte gestreckt. Oberkörper aufrecht und stabil. Sehr gut. Und dann langsam lösen, lockern, durchatmen. Und das Ganze auf der anderen Seite. Wenn dein Ball groß genug ist, nimm ihn wieder so ein bisschen zum Stützen, zum Festhalten oder nimm die Wand zur Hilfe. Gerade wenn du merkst, die Balance ist bei dir ein Problem, na, halt dich erstmal irgendwo fest. Such dir auch auf jeden Fall einen Punkt, den du fokussierst, damit du stabiler stehst. Mach mit der Hand, was du möchtest, stell die in die Hüfte, nimm die mit an den Fuß ran, halt dich fest. Und auch hier wieder Hüfte vor, Brustbein anheben, das Knie wieder nach hinten ziehen. Ne? Und darauf achten, dass du nicht mit einer gebeugten Hüfte dastehst und mit einem Rundrücken, sondern immer das Brustbein anhebst und das Knie nach hinten ziehst. Ne? So, dass man an der Beweglichkeit der Hüfte, der Hüftbeuger, Hüftbeuger ist oft schuld, wenn der verspannt ist, dass der untere Rücken schmerzt. Und natürlich an der Beweglichkeit vom Knie arbeiten, sodass auch Knieprobleme kein Problem mehr bei dir sind. So, dann auch hier langsam wieder lösen, nochmal kurz so ein bisschen lockern. Und zum Schluss strecken wir sie mal lang nach oben, kannst auch gerne die Hände zusammennehmen. Und dann mach dich mal so richtig lang, streck mal die rechte und linke Körperhälfte. Genau, beweg dich mal so gut wie es geht durch. Ne? Versuch auch mal hier die Decke zu greifen. Ne? Oder stell dir vor, du bist am Apfelbaum und willst an den einen leckeren roten Apfel rankommen. Also streck dich mal ganz, ganz lang. Geh nochmal auf die Zehenspitzen mit hoch. So, und dann nimm noch gern mal die Hände auf dein Gesäß. Stütz dich ab, heb das Brustbein nach oben. Schieb nochmal die Hüfte so leicht nach vorn, ne, dass du irgendwo an der Körpervorderseite nochmal eine Dehnung spüren kannst. Das Kinn ist leicht Richtung Kehlkopf gezogen. Achte darauf, dass dein unterer Rücken nicht zu stark schmerzt. Wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist oder wenn es bei dir gut klappt, noch mehr die Hüfte vor, das Brustbein noch höher. Vielleicht auch nochmal den Kopf mit in den Nacken reinlegen. Nach hinten schauen, um die Dehnung, die Öffnung der Körpervorderseite
zu unterstützen. Ich drehe mich kurz nochmal. Komm langsam aus der Position wieder raus. Geh vielleicht nochmal tief, stütze dich entweder am Oberschenkel ab oder lass dich einfach mal so ein bisschen hängen. Locker Arme und Schultern aus. Drehe auch vielleicht gerne nochmal nach rechts und links. Kopf hängt ganz locker, ganz entspannt. Und dann komm langsam nach oben wieder aufgerollt. So, locker alles nochmal ein bisschen durch. Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen beim Workout. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier gerne meinen Kanal. Und für alle die mich auf PayPal unterstützen, vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und wer es noch nicht gemacht hat, unten in der Infobox findet ihr alles dazu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis bald.